Im malerischen Spitalhof in Reutlingen startete am Freitagabend das Open-Air-Kino. Den Auftakt machte der Film Meine Stunden mit Leo. In gemütlicher Atmosphäre konnten die Besucherinnen und Besucher die Komödie unter freiem Himmel genießen. Für Getränke und Snacks wurde auch gesorgt. Das Open-Air-Kino geht noch bis zum 28. August. Insgesamt werden 21 Filmhighlights des zurückliegenden Kinojahres gezeigt. Einlass ist jeden Abend gegen 20 Uhr. Die Filme beginnen um 21.15 Uhr. Es besteht freie Platzwahl. Tickets müssen vorab online oder an der Kinokasse gekauft werden, denn eine Abendkasse gibt es nicht.